Und herzlich willkommen zurück. Wir haben die Hauptquest abgeschlossen. Der Feuersangzirkel ist besiegt und unterdrückt, wie es sich gehört. Nee, aber auf jeden Fall haben wir jetzt die Welt gerettet und es wird Zeit, einen neuen Korken zu öffnen hier, denn... Saji bringt Neuigkeiten! Saji hat den wilden Eber gejagt und ausradiert und ihn gehäutet und ihn auf den Fußboden gelegt. Den Mond in Warte mal eben. Bevor du weiter redest. Monarchfalter. Den habe ich neu. Wo ist er? Da. Ja, Schmetterling ist toll, weil es mein altes Maskottchen war. Den Monden sei Dank. Saji machte sich Sorgen, ihr könntet mit der Flut in See gestochen sein. Fürstin Arabelle schickt diesen mit dringenden Neuigkeiten. Was sind die dringenden Neuigkeiten, Saji? Nun, Fürstin Arabelle vertraut Saji nicht wirklich alle Einzelheiten an. Doch sie machte Saji sehr deutlich, dass sie dringende Angelegenheiten mit euch zu besprechen hat. Also hat sie Saji entsandt, um euch zu finden. Was hat Fürstin Arabelle genau gesagt? Sie sagte, Saji, ich habe dringende Angelegenheiten mit unserem Freund zu besprechen. Geht und findet ihn, mein Teurer. Dann sagt ihm, dass ich im Alraunen-Herrenhaus auf ihn warte. Das ist genau das, was sie gesagt hat. Frau Kaska, sie hat es auch gehört. Es muss für den Sprecher echt extrem schwierig gewesen sein, den Dialekt zu bleiben und dann halt noch höher zu sprechen. Ich treffe für Sinnerebell im Alraunen-Herrenhaus. Wenn dieser so darüber nachdenkt, muss es um die Friedensverhandlungen gehen. Königin Eiren und die anderen Anführer sind verärgert, dass sie noch nicht begonnen haben. Beeilt euch, Freund. Geht zum Alraunen-Herrenhaus und sagt Fürstin Arabelle, dass Saji euch geschickt hat, so wie sie es wollte. Ich kann echt nicht lesen. Die Friedensverhandlungen haben noch nicht begonnen. Nein, und Königin Eiren wird von Sonnenlauf zu Sonnenlauf entnervter. Tatenlosigkeit schmerzt sie. Fürst Baccaro hält uns hin und Fürstin Arabelle ist nicht sicher, was zu tun ist. Doch von den Einzelheiten weiß Saji nichts. Ihr solltet mit ihr sprechen. Schickt sie mir ein Boot. Was zum Henker? Was machst du, Bär? Jetzt schickt sie mir tatsächlich ein Boot. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. So, aber auf eine Friedensverhandlung beginnen zu können. Ach ja, stimmt. Stimmt. Deswegen sind wir überhaupt nach Hochensel gegangen. Da war ja eine Friedensverhandlung zwischen den drei Kings. Das habe ich schon längst wieder vergessen. Das ist ein halbes Jahr her. Sir Balnum teilte mir mit, wie hartnäckig ihr wart, Galtien. Er nannte euch eine fruchtbare Nervensäge. Ich ertrug es nicht, dass ihr in einem Käfig in Üfflung könnt ihr es glauben? Drachen, in eurer eigenen Heimat. Kommt ihr denn damit klar? Dieser weiß es nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwelchen Text sagen müssen. Erzdroiden Ortsleut. Ich wollte gerade irgendwo hinklicken, aber... Ich verwechsel das gerade mit anderen Spiel. Galen und Öffelon. Nein, das ist richtig. Du musst wirklich rauszoomen. Du Scheiße. Das kann auch kein Mensch... Leute. Falls Entwickler zuschauen, ich habe einen Vorschlag. Könnt ihr noch eine Zoom-Stufe hier reinsetzen, dass man hier näher reinzoomen kann? Man kann fast Öffelon nicht klicken. Also Galen sieht man schon nicht mehr. Ich sehe nur... Wegschreine. Es wäre schon nicht schlecht, wenn man da reinzoomen könnte. Nur ein kleines bisschen, dann könnte man... Saji sagt, man möchte da gerne reinzoomen können. Ja, da. Wir verlassen Galen und Öphelon. Ja, wollen wir das jetzt verlassen? Wollen wir oder wollen wir nochmal zurück, um die anderen Storys zu machen? Ja, wir machen das noch jetzt fertig. Die Musik freut sich ja regelrecht, dass ich hier bin. Meine Fresse geht die ab.
Fürstin Arabella, so langsam kommt die Erinnerung wieder. Einer eurer Ausrüstungsgegenstände ist stark beschädigt. Reparatur ist dringend vonnöten. Kann das warten? Falscher Zauber. Ja. Eins. Daran kann ich mich noch ändern. Wieso soll ich denn jetzt hier wieder raus? Achso, die sind im Garten. Na, wie schön. Ah, freut mich, euch zu sehen, mein Teurer. Ja, kann. Saji hat euch also gefunden. Kommt, wir haben viel zu besprechen. Ach, das ist Arabella. Ich hab die verwechselt gerade. Ich dachte, ich hab die mit Fürstin Laurent verwechselt oder so. Ich bin froh, dass Saji euch gefunden hat. Manchmal schafft er es tatsächlich, mich zu überraschen. Ihr habt schon so viel getan. Daher zögere ich nachzufragen. Doch Fürst Baccaro will nur ungern die Friedensverhandlungen fortsetzen, solange der Orden der Emporstrebenden eine Bedrohung darstellt. Meint ihr, der Orden der Emporstrebenden stellt eine Bedrohung für die Friedens... Meint ihr, das tun sie? Es hätte gereicht. Der emporstrebende Fürst und seine Schergen sind immer noch da draußen. Fürst Baccaro zögert, fortzufahren, solange es jederzeit einen Angriff geben könnte. Doch ich kann die Anführer der Allianz nicht viel länger hier halten. Ihre Geduld angesichts der Lage wird langsam knapp. Würden die Anführer der Allianzen die Friedensverhandlungen nun wirklich aufgeben? Sie sind ein stolzer und wankelmütiger Haufen. Doch sie haben eines gemeinsam, mein Teurer. Sie respektieren euch. Geht zum Stadtpalast und sprecht mit ihnen. Bittet sie, geduldig zu sein. Redet anschließend mit Fürst Baccaro. Seht, ob ihr ihn davon überzeugen könnt, dass ich die Verhandlungen beginnen kann. Sucht die Anführer der Allianzen im Gonfalon-Palast auf und überzeugt sie, noch ein klein wenig länger zu warten. Sprecht danach mit Fürst Baccaro am westlichen Anleger der Stadt. Er ist schon seit Tagen dort und überwacht die Hilfsmaßnahmen der Liga der Standhaften für Galen. Warum sind die Anführer der Allianzen in Gonf... Nee. Nee, mit dir rede ich nicht. Jakan mag ich noch weniger. Erstmal reparieren wir. Das Wandgemälde sieht sehr gut aus, ja. Okay. Ich bleib dabei am besten. Texte, die ich für unwichtig halte und nicht relevant, überspringe ich. Yay! Wo soll ich jetzt hin? Errungenschaftsausstatter. Was ist denn ein Errungenschaftsausstatter? Davon habe ich auch noch nie gesehen. Errungenschaftsausstatter. Das will ich mir mal anschauen. Und geh gekonnt dran vorbei. Gut, das Spiel zeigt es mir aber auch gar nicht an. Es gibt mir nicht mal die Chance, dahin zu gehen. Da. Okay, was ist das? Exquisite-Einrichtung. Oh mon Dieu, ich habe hier gehört, ein Errungenschaftsausstatter ist hier. Was ist denn das? Ich würde euch ja den Läufer verkaufen, den ich gerade erworben habe, doch ich säubere ihn immer noch von den... Oh, das sollte ich vielleicht lieber nicht sagen. Wollt ihr euch meine Waren einmal ansehen? Das will ich ja wirklich nicht hören, was er sagt. Ach du heilige Scheiße. Das kann sich keiner leisten. Wow. Haben. Na, ich könnte es mir leisten, aber... Wahnsinn. Das ist ja cool. Mausoleum des Verfluchten. Replik eines Einladungsmedaillons an Urhochinseln. Das ist ja mal mega hier. Ihr wollt ein Strandhaus? Ich will kein Strandhaus. Ein Haus im Wald würde mir genügen. Ah, hier kann man ein paar Blumen kaufen.
Okay. Interessant. Ich war ja schon fast in Versuchung, das anzuklicken. Weil das ist ja schon heftig für meinen Kerker oder sowas. Da muss ich hin. Stell ihn nicht an, ist doch nur ein Beinbruch. Gut. Ich verwende die besten Zutaten, um irgendwelches Gebräu herzustellen. Hier, trink. Ja. Oh ja. Danke. Ui. Ah, sieh mal ihn an, Prinz Ansgar. Sie haben uns voneinander getrennt und halten uns unter ständiger Bewachung. Ich fühle mich wie ein Gefangener. Und alles nur deshalb, weil Fürst Baccaro die Unantastbarkeit dieser Friedensgespräche bewahren will. Doch ich möchte eure Neuigkeiten hören. Wo seid ihr gewesen, mein Freund? Nach Galen und nach Yphelon. Ich habe einen Komplott der Feuersangdroiden und Meereselfen Einhalt geboten. Druiden und Meereselfen? Eindrucksvoll wie immer. Und habt ihr schon etwas über den Orden der Emporstrebenden und seinen mysteriösen Fürsten erfahren? Noch nicht, aber fürs Arabell geht gerade neue Spuren nach. Wir werden die Friedensgespräche bald im Laufen bringen. Ja, ja. Für eine bretonische Adlige scheint Fürstin Arabell recht fähig zu sein. Ich weiß, dass mein Vater ihr vertraut, trotz ihrer Bande zu Emmerich und dem Bündnis. Nun, macht euch an! Ich kann es kaum erwarten, aus diesem Zimmer herauszukommen, damit wir endlich reden können. Genau, lass uns reden. Let's read. Was macht denn der Bär, ey? Der flippert manchmal ein bisschen rum hier. Das ist ja in der letzten Folge gewesen, dass er durchgedreht ist, im wahrsten Sinne. Stopp, zurück. Na, zu spät. War doch, glaube ich, auch noch was anderes in einem anderen Raum. Oben. Oh ja, ne, da sage ich nicht nein. Bringt ihr Neuigkeiten, mein Freund? Ist Fürst Baccaro bereit, uns zu rufen, damit wir endlich diese Friedensgespräche in Angriff nehmen können? Noch nicht. Der Orden der Emporstrebenden ist immer noch da draußen. Doch Fürstin Arabell geht neue Spuren nach. Nun, das ist ja wenigstens etwas. Doch ich schwöre, wenn sich nicht bald etwas ändert, lasse ich nach Kapitän Sagi rufen und kehre in meine Domäne zurück. Ich bin sowieso schon viel zu lange fort. Ihr würdet die Friedensgespräche aufgeben? Zu meiner eigenen Sicherheit eingesperrt zu sein, ist nicht gerade, was mir vorschwebte, als ich dieser Konferenz zustimmte. Ich werde noch ein wenig länger durchhalten, doch meine königliche Geduld wird knapp. Geht, mein Freund. Beendet die Bedrohung, damit wir zu der Angelegenheit kommen können, die uns hierher führte. Wenn die noch länger reden und um den heißen Brei, ist die Folge dann zu Ende. Wie spät haben wir es? Oh Gott! Ist wirklich spät. Ich glaube, die Session geht gleich nicht mehr. Früher genoss ich meine Besuche des Archipels. Sie waren eine willkommene Abwechslung von dem geschäftigen Treiben an meinem Hof. Doch wegen des Ordens der Emporstrebenden bin ich nun im Grunde ein Gefangener hier drin. Doch verratet mir eines. Was habt ihr so getrieben? Ich habe Neverwinter Nights durchgespielt, ich habe Fallout gespielt, ich habe meine Hände auskuriert.
Ich bin nach Gerling gereist und nach Üphelon. Ich habe ein Komplott gegen den Feuersangdroiden und Meereselfen Einhalt geboten. Noch mehr druidische Verräter? Ich muss mich wirklich dringend mit ihren Ältesten unterhalten. Und sie haben mit den Meereselfen zusammengearbeitet? Es ist keine Allianz, die ich so vorhergesehen hätte. Doch was ist mit dem Orden der Emporstrebenden? Irgendwelche Spuren von ihm und seinem Fürsten? Fürstin Arabelle geht neuen Spuren nach, während wir daran arbeiten, die Friedensgespräche ins Laufen zu bringen. Ah, Arabelle. Sie hat mich noch nie enttäuscht. Gebt ihr, welche Hilfe sie auch immer braucht. Ich habe seit der Feier noch nicht wieder mit Eirin oder Irnska gesprochen. Ich glaube, ich vermisse sie tatsächlich. Die Wachen sind übermäßig bemüht, uns zu schützen. Und wir hatten so gut wie keinen Kontakt. Ihr habt nicht mit den anderen Anführern gesprochen? Nein. Fürst Baccaro will, dass die Friedensverhandlungen unter kontrollierten Bedingungen stattfinden. Er sorgt sich, dass wir noch einen Krieg anzetteln, wenn man uns allein machen lässt. Und ich bin mir nicht sicher, ob er sich irrt. Wir sind alle etwas hitzköpfig und stur, wenn euch das noch nicht aufgefallen ist. Ja, da ist was dran. Sucht den Anlegern... Ach, nach den Anlegern. Kann ich ja gleich wieder gehen. Ja, dadurch, dass ich... Ich weiß gleich, wo der... ja, ohne Pro... Ja, ja. Der Weg führt mich jetzt gleich zur Bank. Um erstmal die ganzen Rezepte wieder einzulagern. Warum rede ich jetzt auf einmal in einem Dialekt, den ich irgendwie raus... mich selbst erfinde? Okay. Was ist das da für ein Button? Ach so, WLAN-Sicherheit läuft. Na, dann lauf doch einfach. Das sah gerade so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem anderen Icon. Bank ist links. Oh, ich freue mich, das mal im Februar zu sehen. Da kommt ein Spiel raus, worauf ich mich freue. Das sieht ja auch so ähnlich aus hier. Ich freue mich. Und ich habe den Stream nicht gesehen. Den ich da nur kurz gesehen hatte. Ja, hier ist wieder Inhalt stehlen. Also manchmal ist man stehlen und manchmal nicht. Ich glaube, dass das mit dem Feuer... St. Berg nicht stimmt. Gut. Leuchter von Hochinsel. Glasit. Fischstäbchen, lecker. Orks, rustikal. Die können auch mal alle rein. Wie sieht's banktechnisch aus? Bankplatz. Ah, ist wieder hart am Limit, ne? Ich komme nicht drum rum. Ich muss bei der Bank ausräumen. Ich muss wirklich ausräumen. Das ist wirklich wichtig. So. Der verborgene Fürst. Ich würde das nicht als Phase 3 bezeichnen hier. Ich lasse das jetzt in der Phase 2. Galen und Üphelon. Und als Teil der Hauptquest quasi durchlaufen. Wenn wir die dann beendet haben. Ist sie überhaupt in der Karte drin? Nö. Gut. Wenn wir aber die beendet haben, kriegen wir wahrscheinlich Belohnung und so und Errungenschaft. Apropos Errungenschaft. Und da kriegen wir doch bestimmt was. Vorstrebender Schnüffler. Oh, da kommt noch was. Da kommt noch was da. Das ist nicht viel, nicht wenig. Vielleicht 1, 2, 3, 4 Quests. Mal gucken. Was, wir haben Titel gekriegt. Ich weiß aber nicht welcher.
Ritter des Säens. Ja. Dann nenne ich mich lieber Verteidiger der drei Throne, das klingt epischer. Ritter des Säens klingt irgendwie wie ein Gärtner. Gut. Also, unser Weg führt jetzt ganz normal nach unten. Wo soll ich denn hin? Da unten, ach so, wird nicht angezeigt, ich war außerhalb. Kann man ja hingehen, ne? Oh, mein Gehirn ist mega langsam gerade. Wahnsinn. Gerade versucht, was zu denken. Es hat einfach nicht funktioniert. Das ist ja klasse. Oder es ist ja wirklich Zeit aufzuhören, weil wenn mein Gehirn langsamer wird. Fallen mir die Worte in großer Zeitverzug aus dem Mund. Ich finde es schade, dass die Statue eingesackt ist. In dieser Gasse gibt es viele Unfälle. Warum laufe ich hier lang? Oh, heute viel geschafft. 3 Folgen Fallout 4 aufgenommen. Was? Irgendwas sticht auf irgendwas ein. Nein, mein Harry ist abgelaufen, aber ich werde es noch nicht hin. What the... Was macht ihr da? What? Gebt acht, Reisender. Es gibt nichts für euch hier auf Hochinsel. Nur die stürmische See und hungrige Wellen. Es sticht auf den Huhn ein und die versucht was zu beschwören. Es ist ja abgrundwiderlich. Alter. Vor allem, ich habe auch noch richtig das richtig gedacht. Ey, kein Mensch wagt es durch mich durchzureden. Durchzureden? Ja. So und so. Es war bestimmt Easter Egg, was ich gefunden habe, aber ich weiß nicht woher und warum. Es ist aber abartig. Es ist manchmal echt krank, wenn man solche Szenen findet. Ja. Gut. Hier halten wir. Dann weiß ich beim nächsten Mal, wo ich hin soll. Danke fürs Zusehen und ciao, ciao.